Mitleid habe ich keins. Ich glaube auch nicht, dass jemand mit mir Mitleid hätte. Du hast dich vorher verabredet, du siehst die von Weitem, du rennst aufeinander zu und 90 Sekunden später ist alles vorbei. Wer blöd kam, hat inneren gekriegt. Das ist ein Film über Hooligans. An sie heranzukommen ist schwierig, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ich treffe aktive und ehemalige Hooligans und außerdem Leute, die sich mit Fußballgewalt auskennen. Um ehrlich zu sein, ich war selbst ein Gewalttäter und habe mich regelmäßig beim Fußball geprügelt. Mein Name ist Sascha Bisley. Meine Kindheit verlief eigentlich ganz normal. Doch als Teenie ging es los mit Schlägereien und ersten Straftaten. Alkohol und Kokain kamen dazu. Im Vollrausch habe ich zusammen mit einem anderen einen Obdachlosen verprügelt, der später an den Folgen gestorben ist. Der Knast hat alles verändert. Ich habe mein altes Leben aufgeschrieben und mich davon losgesagt. Seither helfe ich jugendlichen Straftätern aus ihrem Schlamassel und mache auch Filme. Heute begebe ich mich unter Hooligans. Meine erste Station ist Berlin. Ich bin auf dem Weg ins Olympiastadion. Hier trägt Hertha BSC seine Heimspiele aus. Probleme mit Hooligans gibt es hier seit Jahrzehnten. Der einzige Unterschied: Früher hat man sich noch direkt im und ums Stadion herumgeprügelt. Heute trifft man sich lieber außerhalb der Stadt. Weit weg von Überwachungskameras und der Polizei. Die unterteilt Fußballfans übrigens in drei Kategorien. Im Polizeideutsch heißt das A. friedlicher Fan, B. gewaltbereiter Fan und C. gewaltsuchender Fan. Verlässliche Zahlen gibt es nur zu B und C. 13.500 soll es von ihnen geben. Ich bin verabredet mit einem aktiven Hooligan. Er möchte nicht erkannt werden. Aus Angst vor Strafverfolgung, aber auch aus Angst vor seinen Kumpels. Denn in dieser Szene spricht man nicht mit der Presse. Alex, welche Kategorie bist du? Das kann ich gar nicht so klar sagen. Ich meine, wer ist denn schon Kategorie C? Gewaltsuchend? Ja, wahrscheinlich bin ich es einfach wirklich. Aber andererseits unterstellt man ja, wenn man in diesem Schubladendenken bleibt, dass Kategorie C-Fans relativ wenig am Fußball liegt. Das ist bei mir aber nicht so. Also das ist bei mir de facto nicht so. Mir liegt der Verein schon extrem am Herzen. Aber nur gewaltbereit trifft es nicht. Nein, ich suche sie schon. Auch wenn Alex sagt, er sei ein Fan seines Clubs, man kann schon sagen, Hooligans geht es vor allem um den Kampf mit anderen. Ultras sorgen dagegen eher für die Stimmung und die Choreografien im Stadion. Prügeln gehört bei ihnen nicht unbedingt zum Programm. Wie sieht denn das aus mit Vorstrafen bei dir? Also was steht denn bei dir so alles in der Akte? Also rein rechtlich bin ich nicht vorbestraft, weil ich bin weder auf Bewährung noch saß ich direkt im Gefängnis. Mein Führungsregister ist 4 Seiten lang, also immer versuchte, fahrlässige, schwere Körperverletzung. Landfriedensbruch war auch dabei, Beamtenbeleidigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, rund 20 Anzeigen. Ich habe es aber nie übertrieben. Ich habe niemanden niedergestochen bisher. Ich habe auch sonst keine Waffen dabei gehabt. Alex ist gerade mal 26 Jahre und eher schmächtig. Auf mich wirkt er wie einer, der die Gewalt wirklich sucht. Der Punkt ist auch der, man versucht es mit Sport. Ich habe auch ewig lang Kampfsport gemacht und mache es immer noch. Aber das ist kein Ersatz dafür. Ja. Man merkt auch, wenn es beim Fußball mal zu lange nicht geklappt hat, aus irgendwelchen Gründen. Man hatte keine Zeit oder die Polizei hat es verhindert. Da merkt man dann doch, wie sich die Aggression von Woche zu Woche in den Alltag überträgt. Würdest du dich selbst als Gefahr für andere sehen, wenn du in diesen Zustand kommst? Ja. Ja. Berlin-Spandau, Hertha-Land. Hier treffe ich einen Althooligan. Er war schon in den 70er Jahren aktiv. Die Jungs damals hatten noch viel mehr Freiheiten. Fantrennung, Kameraüberwachung, das alles war noch nicht so entwickelt. Auch in meinen Zeiten, Ende der 80er, war das eine Seltenheit. Hübi, so sein Spitzname, hat sich mit mir in seiner Stammkneipe verabredet.
Er ist 57 Jahre alt und ein Ur-Berliner. Hey, Hübi, ja? Sascha, hi. Prösterchen. Was ist das, was dich dabei am meisten angemacht hat, wenn man das so sagen kann? Ging es dir da hauptsächlich um die Gewalt? Also dieses Warum ist halt das, was über allem schwebt eigentlich so. Viele Leute fragen sich einfach, wie kommt man darauf, irgendwo zu einem Fußballspiel zu gehen und anderen Leuten die Birne einzuhauen? Naja, 1977 hat es das erste Mal bei mir geknallt. Da war das Pokalendspiel in Hannover und da habe ich in den drei Tagen viermal richtig vor der Birne gekriegt von der Kölner. Aber ich wusste ja nicht, dass da geprügelt wird. Okay. Und da habe ich mir gesagt, entweder gehst du nicht mehr zum Fußball oder haust zurück. Geprügelt hat man sich damals noch direkt am Stadion. Hübi schloss sich 1979 einer Gruppe Hertha-Hooligans an. Für ihn war jedes Auswärtsspiel ein großes Abenteuer. Ja, nein, das war ja zu der Zeit dann eigentlich so ein Hobby gewesen. Du musstest einen Schal vom Gegner haben. Ne? Und das war ja eigentlich, wenn du rausgestiegen bist aus dem Bus, hast du erstmal gekickt, wo ist einer, den musst du einen Schal. Und wir haben ja eigentlich auch nur mit der flachen Hand dazu geklopft und dann hast du ihn auch schon gehabt. Wenn man das überlegt, das ist eigentlich ein Raubüberfall. Aber das war damals eben so. Wenn man überlegt, war für die Scheiße, die man gebaut hätte, da hätte man genauso viel gekriegt, als wenn man eine Bank klar gemacht hätte. Weißt du? Und da hätte man vielleicht noch was von dir gehabt. Und wir haben irgendwann die Scheiße gebaut, ohne dass man, weil das brauche ich hier nicht erzählen. Wie war die Stimmung so bei den Treffen vorher irgendwie? Würdest du das schon von vornherein als Gewalt aufgeladen bezeichnen? Oder war es einfach eher so eine spaßige Runde, wo es dann nachher irgendwie dazu gekommen ist, dass man sich auf die Birne gehauen hat? Also geplant war da eigentlich nie was gewesen. Okay. Bei uns war das Schlachtfeld zwischen Bahnhof und Stadion und zurück. Wenn da was gewesen ist, ist es dem passiert. Aber jetzt irgendwo hinfahren extra, um sich zu prügeln, das wäre nicht mein Ding gewesen. Okay. Die guten alten Zeiten. Ich war früher eher ein Mitläufer. Bin einfach mitgerannt, dahin, wo es geknallt hat. Aber es gibt Typen, die leben dafür. Ich möchte wissen, wie die Hools von heute ticken und fahre nach Frankfurt. Dort treffe ich den Journalisten Christoph Ruf. Er recherchiert seit Jahren in der Ultra- und Hooligan-Szene. Wie erklärst du dir, dass das, diese Emotionen halt auch so hochkochen teilweise? Also, dass sich Menschen wirklich komplett anders benehmen oder teilweise echt mutieren, wenn es um Fußball geht und Dinge tun, die sie vielleicht im normalen Leben so nicht machen würden? Ich glaube, es war schon immer so, ne? Wahrscheinlich auch einfach medizinisch bedingt, dass dein Puls hochgeht, dann setzt eine Enthemmung ein, dann drückt man sich vielleicht auch anders aus als auf der Arbeit. Ja, das ist auch toll, dass es so ist. Ich meine, es gibt ja die Leute, wenn du sie nach ihrem Musikgeschmack fragst, die sagen dann, ich höre quer durch den Garten und die hören tatsächlich irgendeinen Radiosender. Es gibt aber andere Leute, die haben speziellen Musikgeschmack. Die reden da stundenlang drüber, die können dir alle Albumtitel runterbeten. Und so ist es bei Fußballfans auch. Das ist für die einfach sehr viel wichtiger als für Otto Normalverbraucher. Okay, das klingt für mich erstmal logisch. Hübi hat früher seine Schals erobert und Alex sagt, er braucht die Fußballgewalt, um sich abzureagieren. Aber das Ganze geht ja noch weiter. Wo findet Fußballgewalt heute statt? Also als ich angefangen habe zum Fußball zu gehen, Ende der 80er, Anfang der 90er, war es noch ganz normal, dass Gewalt auch im Stadion stattfand. Also dass dann einfach die Leute aus der Heimkurve auf die Gästekurve zugerannt sind, dass Böller hin und her geschossen wurden, dass Leuchtraketen auch teilweise im Stadion während einer Fußball-Live-Übertragung durch die Gegend geschossen wurden. Heute ist das so, dass im Stadion gar nichts mehr passiert. Wenn wir von der Hooligan-Gewalt sprechen, ist das so, dass wenn es überhaupt noch diese verabredeten Matches, also die Fights zwischen einzelnen Hooligruppen gibt, dass die ganz oft dann in Industriegebieten stattfinden oder in irgendwelchen Wäldern oder so verabredet, so dass die Polizei nicht mitkriegt und im Stadionumfeld. Wenn die Fangruppen sich begegnen, was heutzutage sehr selten passiert, weil meistens du eine sehr strenge Fantrennung hast durch die Polizei durchgesetzt. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen gab es 2014, 2015 von der ersten bis zur Regionalliga 1204 Verletzte. Mehr als 8000 Strafverfahren wurden eingeleitet. Und die Sicherheitskräfte mussten dafür mehr als 2 Millionen Stunden schuften. Durch die viele Polizei in den oberen Ligen hat sich die Fußballgewalt auch in die unteren Ligen verlagert. In Leipzig treffe ich Konrad. Er ist kein Hooligan, sondern Pressesprecher von Roter Stern Leipzig. Der Verein hat sich 1999 gegründet und spielt in der 7. Liga. Ein Treffpunkt für viele, vor allem Linke, die sich für Fußball interessieren. Und hier spielen eigentlich so die
älteren Herrenteams, erste Herren, zweite Herren, dritte Herren. Mhm. Und ja, also es wird sich immer eingebracht. Siehst ja auch, es gibt Graffitis, dann Leute, die uns ihren Torbogen schweißen oder auch mal die Kabine neu machen und so. Das heißt, ihr habt das alles selbst hier auf die Beine gestellt? Ja, okay. Wird alles so selbstbestimmt natürlich. Jeder irgendwie nach seinen Möglichkeiten bringt sich ein. Wir haben so 300 Leute pro Spiel, wenn mal schönes Wetter ist. 300 in der siebten Liga. Verwurzelt ist der Verein im alternativen Stadtteil Konnewitz. Immer wieder gibt es hier Ärger. Anfang 2016 zog eine Horde von mehr als 200 Hools und Neonazis randalierend durch das Viertel. Ihr habt ja eine ganz klare Botschaft halt auch. Ihr seid ein erzlinker Club irgendwie. Ihr habt eine ganz klare Meinung, die ihr vertretet. Damit macht ihr euch natürlich auch nicht nur Freunde. Ja, also der Club positioniert sich eindeutig. Ne? Ja. Das ist ein antifaschistisches Sportprojekt. Es geht ja auch nicht nur um Fußball. Wir haben so viele Sektionen mittlerweile. Ja. Und wir stellen uns auch klar gegen Diskriminierung jeder Art. Und wollte es nicht nur auf dem Sportplatz, sondern auch in der Gesellschaft angreifen, bekämpfen. Ja. Und durch diese eindeutige Positionierung ziehst du gerade so in der Provinz, wenn du über die Stadtgrenzen rausfährst, auch oftmals Klientel an, so aus der Nazi-Szene oder aus der Hool-Szene, die einfach sagen, da können wir überhaupt gar nicht mitgehen. Wir haben beispielsweise in Döbeln gespielt und da standen auf der Gegenseite dann auch 10 Nazis und haben halt hier Antifa-Hurensöhne und so eine Sachen gerufen. Mhm. Aber es waren auch schon Spiele dabei, wo es natürlich gewaltvoll geworden ist, wo dann auch der Schritt zu uns gesucht worden ist. Und es war eigentlich bis jetzt bei jedem Auswärtsspiel in der Provinz auch wieder so, dass eben Nazis, Hools da waren. Zusammen mit der Mannschaft fahre ich zum Auswärtsspiel nach Borna, in der Nähe von Leipzig. Auch dort ist es in der Vergangenheit zur Ausschreitung gekommen. Die Stimmung ist angespannt. Naja, das Hinspiel vor 5 Jahren war natürlich ein Stück weit beschissen, ne? Muss man ganz klar so sagen. Was heißt das? Nein, wir sind dort angekommen. Ja, und als wir dann drin waren, haben wir dann auch schon die Berichte so von Mannschaften, von Trainern bekommen, dass auch Nazis da sind, war auch offensichtlich. So eine klassische Crew, 20, 30 Leute, um die 30, sahen alle recht gleich aus. Und die haben dann auch direkt angefangen, irgendwelche rassistischen Parolen dort zu rufen und hatten noch so ein paar Böller mit. Da ist ein Böller direkt vor unserem Trainer halt hochgegangen und so. Ja, und am Ende wollten die dann auch noch so auf den Block zustürmen. Und da wurden sie dann eben von der Polizei dann doch mal aufgehalten. War auf jeden Fall eine ganz schöne Scheißsituation da. Und das, obwohl es doch eigentlich um Fußball gehen sollte. Noch schlimmer war es im Oktober 2009 in Brandis. Etwa 50 Hools aus der rechten Szene stürmten damals während des Spiels den Platz und machten mal wieder Jagd auf die Mannschaft und Fans von Roter Stern Leipzig. Mit Eisenstangen und Holzlatten schlugen sie wie irre auf die Leipziger ein. Es gab Schwerverletzte. Die Polizei schaute hilflos zu. Gerade mal 6 Polizisten waren vor Ort. Das ist heute anders. Hier in Borna fällt mir sofort auf, es ist unglaublich viel Polizei da. Man hat aus der Vergangenheit gelernt. Das Spiel sollte übrigens 3 Wochen vorher stattfinden. Es wurde aber verschoben, weil die Polizei nicht genügend Kräfte zusammenziehen konnte. Schon krass. Also für ein Spiel hier in der Liga ist das ganz schön viel Polizei, oder? Vor 5 Jahren war es hier problematisch und deswegen wurde das Spiel jetzt auch wieder Kategorie 1 gelegt, das heißt also Sicherheitsspiel. Und deswegen werden die wahrscheinlich heute ihre komplette Hundertschaft hier eingesetzt haben. Und es liegt auch daran, dass es natürlich auch Probleme geben könnte. Es wurde ja am Einlass, hat der SKB gerade noch gesagt, dass gestern hier auch nochmal so Aufkleber geklebt wurden und was gesprüht wurde. Also die Leute lassen sich halt nicht so einfach vertreiben, ne? Also Aufkleber und gesprüht von der rechten Szene. Ja, auf jeden Fall. Aber krass, ne, auch hier mit, die Polizei hat sogar eine mobile Einsatzzentrale mitgebracht. Mit Sport hat das hier erstmal wenig zu tun. Ja. Auch der Verein wurde ja beauftragt mit 20 eigenen Ordnern. Nochmal eine Security dazu, 10 Leute, professionell. Ist ja auch ein Kostenfaktor, ne? Ja, allerdings. Es sind ja wesentlich mehr Sicherheitskräfte als Fans momentan hier zu sehen, halt, ne? Ich hoffe, das ändert sich noch. Ganz ehrlich, wenn mehr Polizisten als Fans da sind, sollte man vielleicht mal die Sinnfrage stellen. Das heizt doch die Situation nur zusätzlich auf. So ein Quatsch. Natürlich braucht der Fußball die Emotionen und die aufgeheizte Stimmung. Und in Filmen zum Beispiel schaue ich mir solche Prügelszenen immer noch gerne an. Nur dabei sein und mitmachen, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Carsten Ludwig hat einen Spielfilm über Hools gedreht und dafür viel in der Szene recherchiert. Seit der Kindheit ist er Fußballfan und geht regelmäßig ins Stadion.
Wir sind im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark im Prenzlauer Berg verabredet. Das Stadion hat schon so einiges an Fußballgewalt erlebt. Wie 2011, als sich Fans von BFC, Dynamo Berlin und Karlsruhe in die Wolle kriegten. Findest du, dass Fußball und Gewalt, ja, vielleicht nicht unbedingt zusammengehört, aber doch irgendwie untrennbar miteinander verbunden ist? Ja, es muss ja gar nicht immer in körperlicher Gewalt enden. Es ist einfach immer laut, es wird plötzlich gebrüllt, es werden unflätige Begriffe. Also das war meine erste Erfahrung mit Erwachsenen, die sich plötzlich ganz anders verhalten haben, als man es so im normalen Bereich sonst kennengelernt hat. Ja. Das heißt, es ist schon mal etabliert, wir gehen ins Stadion und in dem Moment, wo du ein Ticket gekauft hast, hast du damit quasi auch das Recht, dich, ich sag mal, ob daneben zu benehmen, anders zu benehmen. Insbesondere, wenn es natürlich dann auch schlecht läuft. In seinem Film 66-67, Fairplay war gestern, erzählt Carsten Ludwig die Geschichte von 6 Eintracht Braunschweig-Hooligans, die Probleme damit haben, bürgerliches Leben und Prügeln zusammenzubringen. Wie hast du dich dem Thema hier angenähert? Wie bist du da rangegangen an die Sache? Was wir vor allem getan haben, wir haben uns viel in England bedient. Gerade natürlich vor dem Hintergrund dessen, dass die, ich sag mal, die Sexiness, die man in britischen Stadien so vorgefunden hat, dieses Liedgut, ja, die Bilder, die Gesichter, die man da auch einfach hat, das hat uns einfach schon schwer beeindruckt. England in den 60er und 70er Jahren, das war die krasseste Zeit überhaupt. Damals bezeichnete man Hooliganism als die englische Krankheit. Heute ist man stolz auf diese Jahre. Und die Bewegung von damals wird erfolgreich vermarktet. Es ist ja einfach so, dass wenn man heute zum Beispiel, kannst du ja im Internet oder in irgendeinem Shop, kannst du dir Hooligan Streetwear kaufen. Das finde ich ehrlich gesagt total uninteressant. Ja. Auch die Tatsache, dass man ins Stadion geht und jeder weiß, okay, Achtung, da kommen ein paar Hooligans. Diese Casual-Zeit in Großbritannien fand ich super spannend, dass die Leute im Grunde genommen von der Schule direkt ins Stadion gegangen sind, die ihre Klamotten anhatten, zum Teil in Anzügen zur Schlacht gegangen sind. Das fand ich spannend. Sie haben sich im Grunde genommen schick gemacht. Das war für sie ein besonderer Tag, wenn es losging, um in den Kampf zu ziehen. Es gibt eine ganze Reihe guter Hool-Filme. The Football Factory zum Beispiel. Eine ganz schöne Prügelarie. Macht aber Spaß. Es gibt natürlich ein paar ganz interessante Filme. Schon das Buch Football Factory fand ich ganz gut. Der Film selber ist zwar auch relativ reißerisch, aber zumindest was zum Beispiel diese Kampfszenen anbelangt, ist das wirklich, wirklich großes Handwerk. Ja, etwas ehrlicher mit dem Thema um. Finde ich, das macht Spaß. Und The Firm ist eben halt ein Film, da geht es eigentlich auch relativ harmlos zu. Aber es ist natürlich von so schauspielerischen Leistungen wie von Gary Oldman, der damals noch in Großbritannien gedreht hat, getragen. Und da geht es dann um Kleinigkeiten. Da findet der Horror tatsächlich auch wieder eher im Kopf statt, was ich ja sowieso grundsätzlich spannender finde. Was ist mit Hooligans? Was ist mit dem Kassenschlager schlechthin? Fürchterliches Machwerk. Fürchterliches Machwerk. Haben wir natürlich auch geguckt. Das ist natürlich ein wahnsinniges Klischee. Es wird, die ganze Dramaturgie besteht darauf, dem Publikum, das offensichtlich dem Thema eher fremd gegenübersteht, nochmal zu erklären, worum es da geht. Und dann stehen dann irgendwelche 16-jährigen alten, echten Millwall-Hauern gegenüber, die sie da für diesen Film verpflichtet haben und die natürlich auch die Gesichter haben und denen man natürlich alles glaubt. Das funktioniert einfach irgendwie nicht. Ein ganz anderes Kaliber ist der Hooligan Alex. Bei ihm ist Prügeln keine Fiktion, sondern fast eine Art Leidenschaft. Warum gehst du dahin? Warum machst du das? Könntest du das auf so einen kleinen Punkt runterreißen? Könntest du das irgendwie beschreiben? Ja, das ist einfach eine Mischung aus dem Unbekannten. Ja, und dann einfach auch Gefühle, die du im Alltag sonst niemals erlebst. Mal ehrlich, wann hat jemand wie ich im Alltag mal Angst? Wann sollte das sein? Ja. Oder wann erlebst du im Alltag so ein Gemeinschaftsgefühl? Wann brauchst du das wirklich im Alltag? Das brauche ich nicht wirklich, wenn ich feiern gehe. Wo zählt da das Gemeinschaftsgefühl? Früher war Alex ein Ultra. Irgendwann wurde ihm das zu langweilig und er suchte nach körperlicher Gewalt. An dem Tag war ich so aufgeregt. Die ganze Zeit schon im Vorfeld. In dem Moment, als es dann eingeschlagen hat bei mir im Gesicht, das war dann eigentlich gar nicht mehr der entscheidende Punkt. Sondern eher dieses Ganze im Vorfeld. Da war es ja schon interessant, wie man in das Stadion reingegangen ist. Auf einmal war etwas, was sonst stinklangweilig ist, eine Kontrolle, war an dem Tag schon, ja, man kann es gar nicht beschreiben, das war außergewöhnlich. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Was soll ich denn machen? Kampfsport? Das bringt nichts. Entweder der andere hat einen Helm auf oder... Schiedsrichter?
Schiedsrichter, ich weiß nicht, fällt dir irgendeine Aktivität ein, die im Ansatz das bietet? Und schon zweimal nicht, wenn ich sage, mir liegt der Verein auch noch am Herzen. Weil dann würde nämlich die Komponente auch noch wegfallen. Ich glaube, ich muss jetzt auch schon viel zu lange überlegen, um dann noch ein glaubwürdiges Richtig. Jahr rauszukriegen halt. Ja. Hast du vollkommen recht. Ja. Ja. Wie sieht das aus mit Verletzungen bei dir? Also ich meine, man ist ja nicht immer auf der Gewinnerseite, das weiß ich selbst. Hast du selbst auch richtig kassiert schon und Verletzungen gehabt, also schwere Verletzungen? Extrem. Von der Gürtellinie ab bis hoch zum Kopf war eigentlich alles schon gebrochen. Also Rippen, Hände, Arme. Die schlimmste Verletzung, da lag ich 3 Tage im künstlichen Koma. Aber ansonsten, das stört mich auch nicht groß. Auch Zähne waren schon draußen, also vorne. Sind das nicht Momente irgendwie, wo man dann auch da sitzt und denkt irgendwie, ey, was mache ich hier eigentlich? Nee, das hat mich noch nie gestört eigentlich. In dem Moment vielleicht, klar. Wenn dann wieder Gips an der Hand ist oder was weiß ich was und man sich wieder Ausreden einfallen lassen muss von, was weiß ich, da bin ich gestolpert oder da ist ein Schrank beim Umzug draufgefallen. Aber das war kein Grund. Es wird auch zukünftig keiner sein. Wenn ich an früher zurückdenke, kommt mir das alles sehr bekannt vor. Die Lust auf Gewalt habe ich auch gespürt. Ein bisschen kennen das wahrscheinlich die meisten, bloß halt nicht so extrem. In Berlin bin ich mit Professor Günzel verabredet. Er beschäftigt sich mit der Philosophie und der Geschichte von gewaltsamen Auseinandersetzungen. Heute unterrichtet er Game Design an einer Berliner Hochschule. Hier sitzen unsere Studierenden. Hallo zusammen. Arbeiten fleißig. Hallo. Hier werden vielleicht gerade die Knaller der Zukunft entwickelt. Auch in Computerspielen ist Gewalt als Unterhaltung und als Spannungselement ein zentrales Ding. Professor Günzel setzt mich mit einer Virtual Reality Brille vor einen Rechner. Das ist echt bedrückend. Im Spiel laufe ich durch ein dunkles Labyrinth, eine Art Folterkeller. Ich weiß nicht, was mich hinter der nächsten Ecke erwartet. Also das Besondere, was uns Spiele ja ermöglichen, sind Extremsituationen zu erfahren, in die wir normalerweise nicht kommen. Ich kann mich in dieser Situation eigentlich vergewissern, dass ich vorhanden bin, dass ich existiere, dass ich einen Körper habe, dass ich Gefühle habe, Emotionen, Affekte. Das ist, glaube ich, der maßgebliche Antrieb, der hinter dieser Suche auch nach Angsterfahrungen steht, nach dem Nervenkitzel, nach dem Kick, den ich in Filmen, in Spielen, aber natürlich auch bei realer Gewalt haben kann. Kann man das vergleichen? Ja, durchaus. Also ich denke, nicht jeder taugt zum Hooligan oder sucht auf diesem Weg den Kick oder die Erfahrung. Aber auch die Kämpfe der Hooligans finden ja in einem mehr oder minder abgezirkelten Raum statt. Das heißt, man verabredet sich und kämpft. Es hat Spielcharakter. Natürlich für Außenstehende ist es schwer zu verstehen, warum das ein Spiel sein soll. Aber letztendlich geht es auch darum, an die Existenz ranzukommen, an das blanke Vorhandensein, natürlich das Spüren von Körperlichkeit. Ich will es keineswegs gutheißen, aber es ist letztendlich derselbe Trieb, der uns in Computerspiele bringt. Und das ist vergleichbar. Fußballgewalt, also ein Räuber- und Gendarmspiel für Erwachsene? Ja, kann ich nachvollziehen. Für den Nervenkitzel schaut man sich ja auch schon mal Horrorfilme an, spielt Paintball oder macht einen Bungee-Jump. Wenn ich mich so zurückerinnere, bei mir war es ja natürlich auch immer so, dass ich eine unheimliche Faszination für Gewalt hatte. Das fing bei mir ja auch schon recht früh an. Für mich war es immer ein Gefühl von Lebendigsein, sich spüren. Vielleicht auch eine Art von Selbstverletzung vielleicht sogar, wenn man so weit gehen möchte. Könntest du das beschreiben? Warum geht jemand irgendwie in den Wald mit einem anderen und haut sich da auf die Fresse irgendwie? Was treibt einen dazu? Ich glaub, das hat sich nicht geändert im Vergleich zu deinen Zeiten. Das ist, glaube ich, genau das Gleiche. Also der Thrill, der Adrenalinausstoß, zu wissen, es steuert, du hast dich vorher verabredet, du siehst die von Weitem, du rennst aufeinander zu und 30 Sekunden, 90 Sekunden später ist alles vorbei und in diese 60 Sekunden haust du alles rein. Ja, das muss ein Hochgefühl sein und eben ein Gefühl, was du im Alltag nicht hast, wenn du im Büro bist oder zu Hause rumsitzt. Also der Ausbruch aus dem Alltag und ein offensichtlich sehr intensives Gefühl. Kannst du das persönlich nachvollziehen? Ja, würde sich bei mir aber anders äußern. Schläge austeilen, selbst welche kassieren, das hat mich auch jahrelang gereizt. Problematisch wird es nur, wenn sich unter die Schläge auch Neonazis mischen. Auch das kenne ich leider nur zu gut.
Ich war damals so Ende der 80er irgendwas zwischen Patriot und Rechtsradikaler. Neonazis und Hooligans. Das ist leider ein alter Hut. Ich war schließlich auch ein rechter Fußballfan. Und in alten Aufnahmen aus den 80er Jahren posieren die Anhänger der Schalker Mighty Blues und der Dortmunder Borussenfront mit Nazi-Symbolen und Hitlergruß. Wie siehst du denn die Vermischung von politisch motivierten Leuten, die sich da beim Fußball rumtreiben? Wie rechtsoffen ist die Szene? Ich glaube, dass die deutsche Szene zu 30-50% eher nach rechts ging, früher in den 80ern und 90ern. Dass das heute auch so ist, kann man schon behaupten. In den meisten Städten war das so. Ja. Also in den Strategien der rechten Szene, von FAP früher bis NPD, haben rechte Skins und Hooligans immer eine Rolle gespielt. Sie haben immer versucht, die zu instrumentalisieren, die einen Saalschutz machen zu lassen für ihre Veranstaltungen oder die bei ihren Demos als Security zu engagieren. Es hat zum Teil geklappt, aber wenn die Unterwanderungsversuche allzu offensiv waren, hat die Szene sich geweigert, sich ganz offensichtlich vor deren Karren spannen zu lassen. Als ich mich früher beim Fußball geprügelt habe, war mir die politische Meinung der anderen völlig egal. Und auch den Hools hier, die sich im Wald verabreden, ist das wahrscheinlich ziemlich Wurst. Das heißt, ein Nazi-Kader, die gibt es ja von Ludwigshafen, Mannheim bis Berlin, die seit Jahrzehnten in der Hooligan-Szene wichtig und Führungspositionen sind, die werden nicht wahrgenommen als parallel auch beim rechten Weg, bei Rechte, bei NPD, sondern der ist zwar ein bisschen rechts, aber der ist einer von uns, der ist Hooligan. Also ist das so eine Art Grabenfreundschaft wie bei Soldaten, dass man einfach sagt, irgendwie so, ich kämpfe halt Seite an Seite mit dem, dann ist mir auch egal, was er für Sachen im Kopf hat. Irgendwie. Genau, das ist, glaube ich, ein sehr guter Vergleich, genau, ja. Zurück in Borna. Einlass beim Siebtligaspiel gegen Roter Stern Leipzig. Ein Hochsicherheitsspiel. Während die Mannschaften sich warm machen, kommen doch noch ein paar Zuschauer. Mitgebrachte Banner werden kontrolliert. Die ganze Stimmung hier ist ziemlich angespannt. Und die rechte Szene aus der Gegend hat schon in der Nacht ordentlich Präsenz gezeigt. Ja, ist halt so eine identitäre Sache dann hier, ne? Da werden dann so die jungen Leute aus der Gruppe, aus dem Männerbund vorgeschickt und wird gesagt, hier, dann, heute machen wir mal wieder was, geht gegen Roter Stern. Ja, und dann wurde heute Nacht hier ein paar Aufkleber geklebt und Borna bleibt braun an die Bande geschrieben und so eine Sachen. Und dann haben sie ihre Speer am Gästeeingang noch rumstehen und so. Ne. Scheiße ist sowas. Kontrolliert werden auch die Klamotten. Diese drei Herren gehören nicht zu Roter Stern, wären aber gerne in den Gästeblock gekommen. Aber mit einer Thorsteiner-Jacke oder rechten Erkennungszeichen kommt man hier nicht rein. Ja, und sieht man ja auch, ne? Da kommen ein paar ältere Leute, auch Leute ohne Fußballbezug, wie das letzte Mal auch. Ja. Ja, klares Statement halt. Klassisches Nazi-Klientel, ne? Bisschen Identifikation, bisschen Revier markieren. Die drei Herren warten vor dem Stadion und beobachten uns. Und dann ein Gruß in unsere Richtung. Heute kann ich sagen, Idioten. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie sich das tatsächlich trauen. Ja. Erst nachts hier nochmal herzukommen und dann eben wirklich so richtig dreist dann zum Spiel anzurücken und zu sagen, hier, wir sind da. Ach, wir wollen hier nur ins Stadion, wir wollen hier nur Fußball gucken. Ja. Endlich geht das Spiel los. Ein wichtiges Spiel für Roter Stern Leipzig. Ich sehe zwar mehr Polizisten als Spieler, aber immerhin wird jetzt gekickt. Ja, ist halt bei so Spielen dann immer auch so ein bisschen hochschaukeln gegenseitig, ne? Also in Ordnung, hier wird von uns gerufen, hurra, das ganze Dorf ist da. Drüben gibt es am Anfang gleich hier einen Spruch Lügenpresse und so. Ja, und dann geht es so hin und her. Und es war das letzte Mal eben auch so. Dann wurden erst diese ganzen verbalen Schmähungen dort ausgetauscht. Dann kamen die Böller dort über den Hang geflogen. Mhm. Und dann haben sie eben gedacht, hier, jetzt müssen wir auch noch rüberrennen und müssen uns ein paar greifen. Aber eine Prügelei hat die Polizei damals verhindert. Trotzdem scheiße, wenn man eigentlich nur Fußball gucken will. Das Spiel ist ganz okay. Es läuft aber nicht besonders gut für den Roten Stern und die Leipziger verlieren. Der Typ in der Thorsteiner-Jacke hat sich umgezogen, um reinzukommen. Und man grüßt mal wieder in unsere Richtung. Für Konrad ist das traurigerweise nichts Neues. Es waren natürlich auch genug Orte mit dabei, wo du einfach ausgestiegen bist und die Leute schon hier beim Aussteigen dort die Arme in die Luft gereckt haben und ihr, wir kriegen euch alle und ihr Zeckenschweine und ihr Judenschweine und was dann halt alles kommt, dort gerufen haben.
Und dann geht es auch nach dem Spiel halt noch weiter? Ja, da, klar, auf jeden Fall. Ne? Nicht nur, wenn du aus dem Bus aussteigst, sondern auch, wenn du in den Bus einsteigst, sind dann immer mal zwei, drei Leute da, die dir dann noch zeigen, wer hier anscheinend die Hosen anhat. Obwohl das ist dann halt auch wieder noch so ein Schwanzvergleich, ne? Nochmal so Präsenz zeigen einfach nur. Nach dem Spiel beginnt die eigentliche heiße Phase. Die sogenannten Fans aus Borna suchen erneut den Kontakt, doch die Polizei schreitet ein und drängt sie ab. Heute ist es nichts geworden mit der Prügelei mit den Linken aus Leipzig. Spaß hat das hier trotzdem nicht gemacht. Wir machen uns auf den Weg zurück nach Konnewitz. Echt zum Kotzen, dass wegen ein paar Idioten der Sport so in den Hintergrund rückt. Die Vereine arbeiten dran, auch der Borna SV. Die Stadionordnung dort verbietet bestimmte Klamottenmarken aus der rechten Szene. Immerhin. Was wäre denn deiner Meinung nach irgendwie jetzt eine Möglichkeit, um das Ganze irgendwie in eine andere Richtung zu lenken? Hättest du irgendwie einen Masterplan oder was wären deine Wünsche irgendwie für die Zukunft? Ja, wir bringen zu den Sicherheitsberatungen immer eine Broschüre vom Landessportbund mit. Da sind eigentlich alle problematischen Marken und auch Nazi-Symboliken aufgelistet. Wenn man sich da ein bisschen am Einlass dran hält, dann hat man halt so ein Klientel einfach nicht auf dem Platz stehen. Wenn man da konsequent hintersteht, dann funktioniert sowas auch. Fußball in Borna, ein Trauerspiel. Und leider ein ganz normaler Spieltag in der 7. Liga. Eine Hundertschaft Polizei, Hundestaffel, Neonazis, die den Gästefans auf die Fresse hauen wollten. Und zu guter Letzt noch ein Hitlergruß. Alles klar, danke. Das letzte deutliche Signal aus der eher rechten Hooligan-Ecke war die sogenannte Hogesa-Bewegung, Hooligans gegen Salafisten. Eine wilde Mischung aus erlebnisorientierten Hools und Neonazis randalierte 2014 in der Kölner Innenstadt. Was für eine bescheuerte Aktion. Also der Anlass war, dass Salafisten in Wuppertal war, dass, glaube ich, diese Scharia-Polizei lächerlicherweise ins Leben gerufen haben und dadurch die Straßen patrouilliert sind. Und da fühlst du dich natürlich als deutschnationaler Hool auf den Plan gerufen zu sagen, hey, wenn die jetzt hier meinen, sie müssen die Regeln auf der Straße bestimmen, auf der Straße regieren immer noch wir. Und von daher ist dieser Name Hooligans gegen Salafisten aus dem Grund schon mal nicht zufällig gewählt. Und dann natürlich aus einem anderen Grund, weil natürlich jeder, ich auch, was gegen Salafisten hat. Zum Glück ging die Idee der Organisatoren von Hogesa nicht auf. Das gemeinsame Feindbild, die Salafisten, hat nicht gereicht, um auch die breite, gemäßigtere Masse hinter sich zu bekommen. Und ganz schnell war Hogesa vergessen. Gut so. Es gab Leute bei Hogesa, die sich auch in den internen Foren dagegen verwahrt haben, dass sehr schnell die harte rechte Szene auch da drauf gesprungen ist, beziehungsweise schon von vornherein mit dabei war, die gesagt haben, ey, ich habe nichts gegen Muslime, ich habe nur was gegen Salafisten. Ja. Das war aber leider eine Minderheitenmeinung. Es ist dann sehr schnell ganz klar in eine islamfeindliche und dann sehr schnell in eine generell ausländerfeindliche Ecke gegangen. Würdest du sagen, dass sich da vielleicht jetzt mittlerweile mehr Leute tummeln, die dieses Gedankengut mit sich tragen? Glaube ich nicht. Also das wird ja oft so dargestellt. Es wird alles immer schlimmer und wir haben einen ganz großen Rechtsruck in den Fanszenen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Eigentlich sind die aktiven Fanszenen, die Ultraszenen, ganz deutlich gegen rechts in den meisten Städten, meisten Stadien, wenn nicht sogar links. Ich glaube, dass die Militanz zugenommen hat. Also sprich, ich glaube, sie wären zahlenmäßig nicht mehr, aber die Radikalisierung hat zugenommen. Auch die Gewaltbereitschaft. Also waren sie eigentlich schon immer da? Selbstverständlich. Nur ist jetzt viel deutlicher zu sehen. Genau. Okay. Tatsächlich spielt rechtsextrem motivierte Gewalt keine große Rolle. Die meisten Verfahren gab es 2014, 2015 wegen Körperverletzung, gefolgt von Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, wegen Landfriedensbruch, Sachbeschädigung und zuletzt wegen Drogen. Aber es waren auch, und das finde ich krass, zwei versuchte Tötungen dabei. Heute würde ich sagen, von mir aus sollen sie sich doch prügeln. Aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Wo ist bei dir die Grenze oder wann hörst du auf? Es wird ja oft davon gesprochen, dass es so einen Ehrenkodex gibt. Aber ich glaube, dass du den auf dem Acker vielleicht findest. Aber so im Normalen, bei dem, was ich so mache, ist relativ schwierig. Gebe ich auch ehrlich zu. Ich habe auch schon Leuten ins Gesicht getreten, als sie auf dem Boden waren. Das mache ich aber dann nicht, weil ich es gut finde, sondern weil ich in dem Moment in so einem Rausch bin und ich mir auch nicht immer hundertprozentig sicher bin, was als nächstes passiert. Ich würde keine Waffen einsetzen, das ist klipp und klar. Also ich habe auch keinen Bock, dass ich jemanden mit einem Schlagstock oder dergleichen attackiere. Allerdings bin ich schon auch ehrlich, dass dieser klassische Ehrenkodex, wenn er liegt, dann liegt der, dass der so ein bisschen abhanden gekommen ist.
Alex und seine Kumpels leben ihre Gewalt ganz oldschool-mäßig ums Stadion herum. Prügeleien im Wald wären eigentlich der nächste logische Schritt. Ohne Polizei. Normalerweise auch ohne Kameras. Diese Bilder hier sind selten. Sie sind uns zugespielt worden. Wie stehst denn du zu Treffen auf dem Acker? Wald- und Wiesentreffen? Was hältst du davon? Wäre das was für dich? Einerseits würde es mich bestimmt interessieren. Andererseits, wenn ich mir anschaue, was es bei uns in der Stadt so gab mit manchen Gruppen, die fernab vom Fußball sind. Das ist einfach nur noch Türsteher-Szene. Oder sonst irgendwelche aufgepumpten Adrenalinsuchenden, die sich da auf die Fresse klatschen. Ohne Bezug zum Fußball. Ich weiß nicht, ob es meins wäre. Ich kann es nicht hundertprozentig beurteilen. Der Kick oder der Grund, warum sie es machen, mag vielleicht ähnlich sein. Aber die Ursache, warum sie es machen, die ist eine ganz andere. Zurück beim Medienexperten Professor Günzel. Wir zocken Counter-Strike. Maschinengewehr fühlt mich doch am wohlsten. Verabredungen zum Kampf gibt es täglich millionenfach. Im Internet. Counter-Strike zum Beispiel. Man tritt gegeneinander an und versucht, den anderen um die Ecke zu bringen. Habe ich jahrelang begeistert gespielt. Also wenn man sich das genau überlegt, was in Counter-Strike stattfindet, ist etwas, das gibt es schon seit Menschengedenken. Schlachten, zu denen man sich verabredet, sind tief in der Menschheitsgeschichte verankert. Eine richtig gehende Tradition oder auch eine Kultur des Kämpfens, die weitgehend verloren gegangen ist. Da gibt es zwischen der mittelalterlichen, der frühneuzeitlichen Schlacht, dem Hooliganismus und dem Computerspiel eine direkte Linie. Okay, verstehe ich. Aber warum prügeln sich Leute im Wald? Warum sitzen die nicht zu Hause am Rechner und machen sich dort gegenseitig fertig? Man muss sehen, dass Möglichkeit zur körperlichen Selbsterfahrung immer weiter verschwinden. Ja, also ich würde Jugendlichen jetzt nicht empfehlen, Hooligans zu werden, aber ich denke, in einer Gesellschaft, die jegliche Form der körperlichen, der physischen Auseinandersetzung verbietet, dass dort die Menschen ein Stück weit auch verkümmern. Also diese Erfahrungen müssen gemacht werden, sie müssen von Jugendlichen, sie müssen von Kindern gemacht werden, um zu wissen, wo ihre eigenen Grenzen sind und auch später, vielleicht im Erwachsenenleben, es anderen eben nicht mehr anzutun. Okay. Also das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Da gibt es natürlich auch andere Meinungen. Aber anscheinend muss es bei manchen Menschen einfach raus. Vielleicht doch Kampfsport oder Bäume fällen? Alex würde das sicher nicht reichen. Kannst du dir dein Leben ohne Gewalt vorstellen? Ich weiß es nicht. Mir fehlt der Grund dafür. Der Punkt ist der, dass ich schon oft mit meiner Freundin besprochen habe, wenn wir Kinder haben, wie es dann aussieht. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich mir sogar wünschen, dass mein Sohn mal mit mir mitgehen würde irgendwann. Er muss nicht so werden und ich will auch gar nicht, dass er direkt so wird wie ich, aber wenn er es macht, dann ist es seine Entscheidung. Hast du da Verständnis für, wenn jemand, dem du sowas erzählst, dir sagt, du hast doch komplett einen an der Waffel? Irgendwie? Ja, natürlich. Also meine Freundin sagt das ja auch. Und falls jetzt jemand glauben sollte, Alex wäre irgendein Assi, er ist gerade dabei, sein Studium abzuschließen. Hooliganismus und Bock auf Gewalt haben nichts mit Gesellschaftsschicht oder Bildung zu tun. Aber was macht man mit Menschen wie Alex? Und was ist mit mir? Ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und trotzdem habe ich es früher genossen, anderen ohne Sinn und Verstand die Schnauze einzuhauen. Glaubst du, es gibt überhaupt eine Lösung für so etwas? Oder ist das was, wo man sich mit abfinden und arrangieren muss? Ich überlege gerade, ob es überhaupt wünschenswert wäre. Also es ist wünschenswert, dass keine Unbeteiligten in Hooligan-Schlägereien reingezogen werden. Und es ist natürlich wünschenswert, dass gewisse Grenzen eingehalten werden. Ansonsten habe ich jetzt privat kein Problem damit, wenn Leute sagen, für mich ist das eine Art Kampfsport außerhalb eines Fitnessstudios. Ich höre auf, wenn der andere am Boden liegt. Und ansonsten ist es meine Privatsache, wenn meine Nase danach blutet. Also natürlich wird auch retrospektiv, was die Hooligan-Szenen anbelangt, viel verklärt, von wegen waren immer faire Kämpfe und so. Natürlich gab es da auch jede Menge Dreck, mit dem ich wirklich überhaupt nichts am Hut habe. Aber wenn ich sage mal, sich heute Gruppen auf der grünen Wiese treffen und sich entscheiden, das miteinander zu machen, was sie nun mal tun, dann muss ich das nicht sympathisch finden oder so. Aber ich kann zumindest sagen, es hat mit mir nichts zu tun. Go for it, ja. Althul Hübi hat dafür heute nicht mehr so viel Verständnis. Wir sind auf dem Weg zum Heimspiel der Hertha gegen Eintracht Frankfurt. Zu Heimspielen ist er früher selten gegangen. Sein Abenteuer waren die Auswärtsspiele. Die Schals der gegnerischen Fans schnappen. Kannst du das vielleicht mal so beschreiben, wie sowas abgelaufen ist irgendwie, wie man sich den Schal geholt hat? Naja, das gab ja meistens mal ein Wort, das andere war und dann hat es eben gescheppert. Ne?
Und ja. Hat man die ausgewählt, die Leute, oder war das eigentlich egal? Konnte das jeder sein, wenn man den Schal genommen hat? Ja, eigentlich nur eigentlich welche, die ein großes Maul hatten oder was gegen Hertha gesagt haben. Ne? Und hat man ja immer gefunden. Gab es für dich mal so Momente, wo du sagen würdest, irgendwie, hey, da hatte ich ein schlechtes Gewissen oder so danach? Oder vielleicht auch dabei? Nee, eigentlich nicht, weil wenn einer hier liegen hat, dann habe ich ja aufgehört, halt in Ruhe gelassen. Ja. Und ich glaube nicht, dass ich ihn ernsthaft so groß verletzt habe. Wie gesagt, war ja meistens mal die flache Hand, war. Ja. Hat wehgetan und hat schön geklatscht. Tja, aber ob ihm da immer nur Gleichgesinnte vor die Flinte gelaufen sind? Heute zumindest ist Hübi ein entspannter und sympathischer Kerl. Und ich freue mich aufs Spiel. Und Hübi, jetzt so, wie ist das so für dich? Der Kitzel? Also ich glaube nicht, dass hier auf dem Mittwochabend hier Randale ist oder was. Also ich brauch's nicht, weißt du. Man weiß ja auch nicht, wie viele Frankfurter hier sind, aber interessiert mich ja nicht mehr, weißt du. Okay. Ich will 3 Punkte heute sehen und dann ist gut. Genau darum geht's beim Fußball. Ums Gewinnen. Beim Prügeln irgendwie auch. Dass man damit aber den anderen den Spaß am Fußball versaut, hatte ich damals nicht auf dem Schirm. Wann war das denn bei dir so weit, dass du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr drauf? Irgendwie? Ja, nee, wo der Richter gesagt hat, Herr Hübner, ich will sie nicht mehr sehen. Weißt du? Und dann habe ich gesagt, jetzt musst du irgendwas machen, sonst fährst du wirklich ein. Und ich habe keinen Bock gehabt, in den Knast zu kommen. Vor allem für so eine Scheiße, wo du von mir schaffst. Weißt du? Ja. Also mein Ding wird heute nicht mehr, aber weißt du, weil... Was ist ein Fußball für dich heute? Na, härter ist mein Leben. Einmal härter, immer härter. Also ein Unterschied hatte, dass ich mal heute mehr so aufregen, wenn Hertha mal verliert. Weil früher, da war ich ja das ganze Wochenende nicht zu gebrauchen. Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, ey, du versaust ja das ganze Wochenende nur wegen Fußball. Naja, man wird ja auch ruhiger. Ne? Und älter. Älter auch, ja. Und dann sind Hübi und ich zusammen ins Stadion gegangen. Und die Hertha hat 2-0 gewonnen. Beim zweiten Tor lagen Hübi und ich uns sogar in den Armen. Anschließend ist er nach Hause gegangen. Ganz ohne Prügelei. Um ehrlich zu sein, ich kann die Jungs ein Stück weit verstehen. Genau diesen Kick habe ich lange selbst gesucht und bin letztendlich im Knast gelandet, weil ich geil auf Gewalt war. Was mir leid tut, Leute wie ich haben anderen den Spaß am Fußball kaputt gemacht. Das war nicht mein Ziel, aber oft das Ergebnis. Rückblickend würde ich mich, den jungen Sascha Bisley, gerne schütteln und ihm sagen, was zum Teufel machst du da? Das bringt doch nichts.